Die Tradition des Maibaums ist im Landkreis Esslingen weit verbreitet und wird in vielen Gemeinden durch Vereine beibehalten. So auch in Bad Marzweiler. Dort haben es sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Hohengären zur Aufgabe gemacht, den Baum zu schlagen, zu schmücken und auf dem Festplatz in Bad Marzweiler aufzustellen. Ging es im April an einem frühen Samstagmorgen in den Wald, um den ausgesuchten Maibaum zu schlagen. Unter fachkundiger Anleitung wurde der Maibaum ausgesucht. Dabei ging es aber nicht nur darum, dass der Baum schön aussieht und möglichst hoch ist, sondern auch um die Standfestigkeit. Schließlich ist der Maibaum auf dem Festplatz den Witterungen und vor allem dem Wind ausgesetzt. Schnell war die richtige Wahl getroffen und es hieß, Baum fällt. Nun galt es für die Feuerwehrangehörigen, den Baum zu schmücken. Da mussten Schnitzereien in die Rinde gebracht werden, Girlanden wollten geknüpft werden und Wappen der Gemeinde und der Feuerwehr galt es am Baum zu befestigen. Es folgte am 1. Mai der spektakuläre Einsatzbefehl Weißwurstfrühstück Escherländer. Für die Feuerwehrabteilung Hohengären der Auftakt zum Aufstellen des Maibaums, der mit viel Liebe und Geschick gestaltet wurde. Gut gestärkt und auch von innen gewärmt, machten sich Fußgänger, Absperrpersonal und Begleitfahrzeuge auf dem Weg gen Festplatz. Der rund 35 Meter lange Baum wurde dabei mit zwei Baggern geschickt durch die Kreisverkehre jongliert. Am Standplatz angekommen, wurden die Grenze separat mit Tiefladern transportiert, aufgezogen und mit eiskalten Händen die Bänder und Girlanden befestigt. Anschließend wurde der Baum per Autokran mit ruhiger Hand in die Senkrechte gehoben, um 8.50 Uhr in die Hülse eingelassen und ausgehängt. Dort stand er nun, rund 35 Meter hoch und am unteren Stammende mit einem Durchmesser von 70 cm bis zum vergangenen Sonntag. Das Prachtstück ragte weit über den Schurwald. Die Firma Eyasse und Unrath stellte die Gerätschaften bereit und die Nachbarn der Escheländer zeigten viel Verständnis für den Weckruf am frühen Morgen. Dass die Verantwortlichen für den Maibaum die richtige Wahl getroffen haben, zeigte sich an der Standfestigkeit. Der Maibaum hielt allen Witterungen stand. Bereits bei der Einweihung am Maifest gab es für den Baum viel Lob aus der Bevölkerung. Die Bewunderung setzte sich auch in den sozialen Netzwerken fort. Das Neckar-Fernsehen hatte zur Wahl für den schönsten Maibaum im Landkreis aufgerufen. Und für den Maibaum in Bad Marzweiler gab es dann auch die meisten Likes. So war es kein Wunder, dass am vergangenen Sonntag viele Besucher zur Versteigerung des Baumes kamen. Bürgermeister Simon Schmid zeigte sich stolz über den Baum. Also weit und breit findet man nicht so ein Exemplar. Und war guter und großer Hoffnung, dass sich das nachher dann auch bei den Zahlen widerspiegelt. Jetzt war es für uns, für Feuerwehr und für mich eigentlich klar. Ich meine, wer will mitmachen, wenn so ein Exemplar hier steht? Also, man kann die Konkurrenz auch einschüchtern. Wahrscheinlich ist es uns gelungen oder ist es der Feuerwehr gelungen. Und es haben sozusagen drei Gemeinden mitgemacht, unsere Gemeinde, und zwei haben es, in Anführungsstrichen, gewagt, gegen uns anzutreten. Nein, Spaß beiseite, drei haben mitgemacht und wir haben mit großem Abstand über 200 Klicks. Der nächstfolgende hatte, glaube ich, knapp 120. Wir hatten über 200 Klicks und deshalb der schönste Maibaum im Landkreis Esslingen ist anscheinend dann auch dieses Jahr wieder unserer. Thomas Grützner vom Neckar-Fernsehen gratulierte den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und überreichte den Pokal für den ersten Platz. Also hier ist das begehrte Stück, der Pokal für den ersten Preis. Und den darf ich jetzt übergeben. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Für den schönsten Maibaum im Landkreis Esslingen. Die Versteigerung war nicht zuletzt wegen des erneuten Sieges bei der Wahl sehr erfolgreich. Bürgermeister Simon Schmid leitete die Versteigerung und lobte das Anfangsgebot mit 50 Euro aus. Dieser Betrag war schnell überboten und die Bevölkerung trieb den Preis für den Maibaum mit vielen Geboten nach oben.
Bei 220 Euro hieß es vom Auktionator Simon Schmid schließlich zum Dritten. Und mit dem Hammerschlag war der Verkauf an den Meistbietenden besiegelt. Mit vereinten Kräften wurde der Baum ein zweites Mal gefällt und dem Gewinner der Versteigerung übergeben.